Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part von Oracle of Seasons. Und ich habe mir mal angeschaut, wie man die besiegen kann. Und zwar, im Grunde war es ganz einfach. Wir hätten das Zeronimus-Band einfach benutzen müssen. Tja, und deshalb gehe ich jetzt einfach mal dorthin zurück zu diesen Biestern. Und die ist ja die Zero ein ganzes weites Stückchen weit hinten. Von daher macht es sich gut, wenn wir diesen Dungeon noch beenden. Damit wir eine weitere Essenz haben. Um in unserem Abenteuer weiterzumachen. Gucken wir mal, was unsere Essenzen sagen. Ach nee, ich glaube, das war Select gewesen und da will ich nicht hin, weil sonst das Spiel abstürzt. So, oben lang. So, hier kamen die lustigen Hände wieder. Diesmal bin ich vorbereitet. Schön wegbleiben. Get your hands off me. It's because I'm Link. I'm the mighty Link. The savior of Hyrule, beziehungsweise Holodrum. Diesmal. So, ich bleibe erstmal hier auf der Etage. Vielleicht war es, glaube ich, hier. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ja, da oben wart. Okay, Sprung. Ich glaube, hier oben waren wir noch gar nicht. Ah, cool, ich kann drüber springen. Hehe, ausgetrickst. So, was hast du zu sagen? Achso, falsche Kerne. Arcanum-Kerne. Im Wasser ist es unverwundbar. Achso, ja, das war ein Hinweis auf den kleinen Miniboss. Was haben wir hier Schönes? Ah, ein Gacha-Kern. Okay, ich denke, aber den können wir auch früher später gebrauchen. Aber jetzt widme ich mich dem Boss dieser Stage. Beziehungsweise dem Miniboss. Bisschen auftanken. Ja, im Grunde ist es relativ einfach. Einfach nur, ja, rausheben und dann zuschlagen. Heben und schlagen. Einer ist schon mal tot. Kommt raus. Na komm. Ah, nicht getroffen. Okay, jetzt aber. Ganz schön glitschig, die Dinger. Egal, ich krieg euch trotzdem. I will defeat you. So, und damit schaffen wir uns quasi eine Abkürzung. Also ein Warpfeld. Und ich sehe, da ist eine Treppe. Guck, jetzt können wir hier lang. Jetzt da oben. Ah, verstehe, jetzt können wir rüberhüpfen. Und? Hab. So, haben wir hier oben was? Achso, die Boss-Tür. Okay. Müssen wir scheinbar später hin. Komme ich noch drauf zurück. Stimmt, irgendwo ist der große Schlüssel. Hier unten vielleicht?
Er ist bestimmt da auch drüben drin. Ach so, verstehe. Und wir haben den Great Boss Key. Wunderbar. Jetzt können wir zum Boss vordringen. Müssen wir bloß noch wieder hin zur großen Tür. Gut. Dann werde ich euch mal wieder besiegen. Ich danke euch für eure Herzen. Moment, ich habe gerade eine Idee. Ich kann ja abkürzen. Wenn ich jetzt hier im Süden zum Warpfeld gehe, dann komme ich ja gleich zum Zwischenbossraum. Und über die Treppe damit so auch zum Bossraum. Da oben. So, ich bin gespannt, was der Boss wohl sein wird. Aber ich nehme stark an, es ist wieder ein arger Verwandter des ersten Teils. Beziehungsweise einer Neuauflage. Aber gut, gucken wir mal. Ach, die Motte, ja. Die kennen wir doch, glaube ich, ne? Aus Link to the Past. Sieht gar nicht so gefährlich aus, eigentlich. Eigentlich siehst du ganz nett aus. Wie ein Smetbo. Nein. Ein ziemlich böses Smetbo. Okay, wir bleiben in der Mitte. Okay, ein kurzer Lag. Ja, ich sehe schon, in der Mitte bleiben. Ansonsten wird das, glaube ich, nichts. Oder von der Ecke aus? Ich versuche gerade mal die Ecke. Bringt auch nicht viel. Nee, Mitte. Ganz klar Mitte. So, jetzt liegt die Motte aber. Jetzt liegt sie. Jetzt kommt Link, der Kammerjäger. Beziehungsweise, nein, es ist keine Mod. Es ist ein Smetbo. Ein nettes, freundliches Smetbo, das es leider angreifen will. Sag mal, wie viel Schaden macht das Teil überhaupt? Nein, die Herzen! Ah. Herz. Nein, hat sie ja verloren. Blah. Stirb. Yes! Wir haben das Smetbo erledigt. Und da ist der Herzcontainer. So. Was werden wir halten? Es ist eine Essenz, glaube ich. Ja, und da ist sie. Du erhältst die helle Sonne. Eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter den warmen Strahlen der hellen Sonne. Wow. Danke, Wacky. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt.
Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Ja, danke für den Tipp. Versunkene Stadt, also gut. Nördlich des Wasserfalls. Und komisch, hier stürzt es nicht ab. Wenn ich diese Karte aufrufe. Ist schon merkwürdig. Spiel, warum tust du das? Warum stürzt du dann ab, wenn ich dich gerade am nötigsten brauche? Ich glaube, es wird es mir nicht verraten können, oder? Nein. Das wird es nicht. Das wäre zu nett vom Spiel. Das wäre viel zu nett. So, ein paar Herzen wären nicht schlecht. Aber wie wir sehen, sehen wir gerade keine. Gut, ich werde mal Benny rufen. Vielleicht kann der uns gerade helfen. Flieg, Benny, flieg! Geleite uns dahin, wo wir wollen. Geht's nicht hoch? Ah, cool, das ist ein Leiter. Gut, hier müssen wir jetzt nicht mehr lang. Dann, ich glaube, ich könnte mich vielleicht mal im Dorf ein bisschen umschauen. Ich darf vielleicht ein paar Tausch-Items ergattern kann. So, Tarmruin, das ist zu spät. Klären sie jetzt zu früh. Das brauchen wir jetzt nicht. Ah, ich werde es mal umlegen, die Flöte. Auf einen anderen Platz. Nein, wir wollen jetzt keine Hexe. Wir wollen mal gucken, wo wir jetzt hin können. Und ich denke mal, ja, hier können wir jetzt rüberspringen. Das sagt er auch nördlich des Wasserfalls, hat er gesagt. Beziehungsweise was unten in der Stadt. Ah, ich weiß es gerade nicht genau. Weit östlich die versunkene Stadt. Ist sehr weit. Suche eine Reitmöglichkeit. Ob uns vielleicht hier Benny helfen kann? Bleibt ohne Wirkung. Ja, wie komme ich denn jetzt darüber eigentlich wieder? Vielleicht über die Brücke da unten. Nämlich kann ich jetzt zurückspringen. Und wir sind wieder hier. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach mal einen kleinen Abstecher ins Dorf machen. Wegen ein paar Tausch-Items. Ob ich da vielleicht noch was übersehen habe. Ansonsten habt ihr gehört. Versunkene Stadt müssen wir finden. Und dann zum Wasserfall. Essenzen? Essenzen? Ja, gut, jetzt haben wir drei Essenzen. Wir müssen also jetzt die vierte finden. Und Zero, ich würde sagen, du hast ganz schön Arbeit vor dir. Kommen wir jetzt dahin. Ich denke mal, zur Stadt bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Ah, es ist schön, dieses Spiel zu spielen. Macht einfach nur Spaß.
Ja, ich spiele Zelda immer wieder sehr gerne. Ihr müsst zugeben, es ist schon ein ziemliches Abenteuer, oder? Dieses Spiel zu spielen. Denn man kann hier so viel entdecken und am Ende kann man auch gerne besiegen, wenn man beide Versionen durch hat. Was ich eventuell auch versuchen werde. Durch ein Federwerk, da kümmere ich mich um die Hände. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Ja, dann brauchst du wahrscheinlich ein Handbuch. Würde ich mal meinen. So, da kann ich jetzt bestimmt drüber springen. Und dann sieht es hier so aus, als wäre hier noch was. Ja, da drüben. What we have here? Eine Truhe. Aber wir kommen nicht ran, weil wir nicht schwimmen können. Aber ich bin sicher, dass wir die Sprungfedern früher oder später noch finden werden. Da habe ich gerade eine Truhe gesehen und die werde ich mir jetzt mal versuchen zu holen. Dürfte ja jetzt machbar sein. Kann Spenny helfen? Ja, kann er, aber leider am falschen Platz. So, komm, Benny, ich brauche deine Hilfe. Was? Oh, Mist, er kommt nicht drüber. Die Brücke war doch zu klein für ihn. Gut, da bringt er mir nichts. Vielleicht mit der Schaufel? Nee. Hä? Wie soll ich denn da rankommen? Okay, wahrscheinlich erst später. Ja, hier brauchen wir Fisch. Damit sie runterkommt. Es ist hier das Spiel mit den Tausch-Items. So, Impa. Versuche eine Stadt. Osten gibt es eine Stadt. Versuche es dort. Wandle mit Vorsicht. Ich nehme mal stark an die Zoras. Ne? Du kennst ein paar schon mal. Funktioniert das ab? Frühling, wenn die Blumen blühen, daher muss man die Zeit nutzen. Okay. Weltmeist Kuxu, leider fehlt ein Holzvogel. Haben wir leider nicht. Für den haben wir leider auch nichts. Im Shop brauchen wir jetzt gerade auch nicht wirklich was. Ja, es wimmelt außerhalb des Dorfs von Monstern. Ja, die kenne ich. Das habe ich gedacht. Das gehört zum Allgemeinwissen. Weißt du von dem mystischen Ring dieses Landes? Ja. Wirklich? Naja, mir reicht der Hochzeitsring meines Großvaters. Oh, wir können Ringe kaufen. Advance Ring. 100 Rubine. Okay. Du hältst einen Ring, lass den Spieler schätzen. Und den. Magischer Ring. Das Wesen des Ringes ist ein Geheimnis. 100 Rubine. Okay, du hältst den Ring, lass den Spieler schätzen. Gut, dann werden wir diese Ringe noch schätzen lassen. So viel Zeit haben wir noch. Und ein kleiner Leck nochmal zum Abschluss. Auf zum Ringmeister.
Da, da, da. Alles Schmuck. Schätzen. Achso, wir haben gerade die ganzen Ruine verbraucht, denn. Ja, okay, dann würde ich sagen. Das war's für heute von Oracle of Seasons. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.